Hallihallöchen Leute und willkommen zu meinem neuen Video. Heute mal ein etwas anderer Anfang und zwar Jonas hat jetzt seinen eigenen Kanal, der heißt Jonas Jokoland, Link in der Beschreibung. Er hat heute mit uns seine erste Show für die Sendung Jonas Live abgedreht und ja, da gibt es ein bisschen Talk, Talk, Talk und ja, dann haben wir auch noch ein bisschen experimentiert mit Schminke und so. Aber wenn ihr wissen wollt, was alles genau in dieser mega spannenden Folge passiert ist, dann geht auf jeden Fall auf seinen Kanal, guckt euch die Folge an, lasst einen Daumen nach oben da. Okay, und dann geht's jetzt ganz vernünftig weiter mit einem Video über ökologische Alternativen. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei. Bis bald. Und willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr bestimmt wisst, lebe ich vegetarisch und ich lege sehr, sehr, sehr großen Wert auf Umweltschutz, Naturschutz, Tierschutz, bla bla. Deswegen habe ich heute 5 ökologische Alternativen für unterwegs und im Haushalt. Tipp 1. Und zwar mit einem Stoffbeutel einkaufen gehen, statt mit einer Plastiktüte. Ihr habt bestimmt schon gemerkt, ich glaube Rewe war es, die Plastiktüten, zumindest die kleinen, jetzt komplett abgeschafft haben und in anderen Läden muss man jetzt für Plastiktüten bezahlen. Ich finde es sehr gut, weil die Leute im Allgemeinen ziemlich geizig sind und nicht einsehen, für so eine kleine Tüte zu zahlen und sich deswegen einen Korb oder einen Stoffbeutel mitnehmen. Plastiktüten gibt es wie eh und je. Wo kommen sie dann hin? In die Meere, in die Umwelt, auf Mülldeponien und die bauen sich Jahrhunderte nicht ab. Die bleiben da. Und mal ein kleiner Fakt am Rande, jedes Stück Plastik, was jemals hergestellt wurde, ist bis heute nicht abgebaut worden. Es ist wirklich so. Wir verschmutzen unsere Umwelt mit Plastik so dermaßen, das fällt einem selber gar nicht auf. Aber es ist schon wirklich sehr, sehr heftig. Was macht man dann mit den ganzen Plastikbeuteln? Immer wenn man einkaufen geht, holt man sich einen neuen und dann stapelt sich das und stapelt sich das. Ja, dann haben wir den Belag. Deswegen einfach Stoffbeutel mitnehmen. Die kann man auch noch selber gestalten. Ich habe hier zum Beispiel ein paar Buttons von EMP dran. Und das Motiv habe ich auch selber mal bei so einem Workshop, Jugendcamp entworfen und draufgedruckt. Das ist eigentlich schon der Tipp, der sehr, sehr, sehr viel bewirken kann, an dem man sich einfach halten sollte. Zweiter Tipp. Den kannte ich vorher auch noch nicht, aber den hat meine Mom entdeckt. Und zwar geht es um Waschnüsse. Die sehen einmal so aus, also die meine Mom nimmt. Waschnüsse sind die Frucht des Seifenbaums. Ja, das gibt es wirklich. Und stammen aus Indien, Pakistan und Nepal zum Beispiel. Die sind saponinhaltig. Saponin wird in der Regel aus Tomaten und Kartoffeln gewonnen. Und man kann sie in Reformhäusern, Bioläden und mittlerweile auch als Flüssigwaschmittel in Supermärkten kaufen. Sie sind hauptsächlich zum Waschen von Kleidung da und die schonen einfach die Textilfasern, die Farben und vor allem auch die Haut. Ich glaube gar nicht, wie sehr wir uns mit dieser Chemie-Scheiße, die in den ganzen Waschmittelzeugs drin ist, unsere Haut reizen. Was glaubt ihr, woher die ganzen Allergien kommen? Also jetzt Juckreiz oder Ausschlag oder keine Ahnung. Das hat auch sehr viel mit diesen ganzen Chemiezeugs zu tun und just saying. Wenn man Waschnüsse kauft, dann erhält man auch immer so ein kleines Beutelchen. Ich denke mal, die gibt man in das Beutelchen und tut sie dann mit in die Waschmaschine. Keine Ahnung, da müsst ihr euch mal informieren. Ich habe jetzt auch nur das Wissen, was mir meine Mama da vermittelt hat. Die ich jetzt hier habe, sind von Bio Santos. Ja, das hat nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile. Und zwar muss man ja bedenken, dass die Waschnüsse aus Indien und so weiter hierher transportiert werden müssen. Transport ist gleich Umweltverschmutzung, zum Beispiel durch Flugzeug, Schiff oder so. Und durch unsere typische westliche Gesellschaft, die immer denkt, billig, 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 geil ist geil, ist es jetzt auch nicht so Fairtrade den indischen Bauern gegenüber. Denn je tiefer die Preise hier runtergehen, desto weniger bekommen die Bauern davon. Und ich frage mich, ob die überhaupt noch was davon haben. Allerdings haben die auch einen sehr großen Vorteil. Viele große Vorteile. Die Waschnüsse sind bio und öko und werden abgebaut und sind keine Chemie, die unser Abwasser verschmutzen und was dann wieder in die Meere geleitet wird. Es vergiftet uns nicht, es ist gesünder für uns, es schont unsere Haut
Und es gibt auch noch andere Anwendungsmöglichkeiten. Zum Beispiel als Schädlingsbekämpfung bei Pflanzen, als Shampoo und Duschgel und auch als Tierwaschmittel. Ich schreibe euch den Link zu der Seite, wo ich die ganzen Informationen her habe, nochmal in die Infobox. Da könnt ihr euch selber nochmal schlau machen und noch ein bisschen mehr rauslesen, falls euch das Thema interessiert. Tipp 3. Leute, das ist der absolute Hammer. Den habe ich ebenfalls von meiner Mom. Die ist ja ökologisch sehr engagiert und ich finde die Idee total super. Und jetzt haltet euch fest, es gibt biologisch abbaubare Müllbeutel. Meine Mom hat die zum Beispiel aus Kaufland und Rossmann. Die Müllbeutel zersetzen sich einfach. Anders als Plastiktüten, die sich nie und nimmer abbauen, werden sie einfach zu Erde. Und das finde ich einfach richtig, richtig super. Hier habe ich einmal von Rubin die 10 Liter Version und von Peli die 20 Liter Version. Bei Rubin in der 10 Liter Version sind 10 Stück drin und bei Peli in der 20 Liter Version sind 8 Stück drin. Die sind zwar viel, viel teurer als herkömmliche Müllsäcke, aber es lohnt sich verdammt. Es lohnt sich so sehr. Tipp 4. Glasflaschen und keine Plastikflaschen. Also warum Plastik jetzt nicht so geil ist, das müsstet ihr ja mittlerweile mitgekriegt haben. Ja, und zwar haben wir das in unserer Familie schon gemacht. Wir haben uns komplett auf Glasflaschen umgestellt. Das heißt, wir schleppen uns die Rücken krumm und holen uns schwere Glasflaschen. Hey! Das Glas zu produzieren ist halt auch wieder Energieaufwand. Aber es ist immerhin besser als Plastikflaschen. Jetzt denkt ihr euch, wie nimmst du die Glasflaschen in die Schule mit? Das ist doch ganz schön gefährlich. Ja, das ist das. Deswegen hat meine Mom eine andere Lösung gefunden. Und zwar haben wir solche 0,5 Liter Glasflaschen. Hier habe ich eine von Mio Color. Eigentlich hätte ich eine von Die Mono oder Die Mondo oder so. Jedenfalls sind die aus Glas. Sehen echt stylisch aus, finde ich. Also wirklich geil. Und haben eben halt eine so eine Stoffhülle. Das ist echt praktisch, weil bei warmem Wetter bleibt es aus irgendeinem Grund schön kühl. Ja, wenn sie euch auf den Fuß fällt, tut es nicht ganz so weh. Und natürlich gehen sie nicht kaputt. Natürlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten, keine Plastikflaschen mit Wasser drin zu kaufen. Wenn man sich nicht unbedingt abschleppen will mit solchen schweren Glasflaschen. Und zwar kann man sich ganz einfach Wasser spritzen, zum Beispiel mit SodaStream. Ich meine, die Flaschen, mit denen man da sprutzt, sind zwar größtenteils auch Plastikflaschen, aber die werden ja immerhin nur einmal produziert und nimmt man dann auch ganz, ganz, ganz dolle lange. Und das ist immer noch besser als so eine Plastikflasche, die man einmal austrinkt und wieder zurückschafft. Ist auf jeden Fall viel, viel nachhaltiger. Wenn man stilles Wasser mit Geschmack gerne mag, oder meinetwegen Spritzwasser mit Geschmack, kann man sich auch eine Glaskaraffe holen und zum Beispiel Zitronen oder Limettenscheiben reinschneiden. Das ist auch sehr, sehr lecker, man kann super eingießen und man hat genug für seinen Wasserbedarf. Dann gibt es aber noch was, was mir meine Mom gezeigt hat, und zwar hat meine Mom japanische Kristalle. Das sind sowas wie Edelsteine mit ganz vielen Mineralien drin. Die legt sie mal in die Sonne, draußen auf die Fensterbank, und lässt sie sich aufladen. Dann legt sie sie in eine Glaskanne und macht stinknormales Leitungswasser drauf. Die Mineralien da drin säubern das Wasser. Der Kalk, der da drin ist, wird vernichtet. Die Steine müssen zwar 5 Stunden das Wasser einweichen, also kann man quasi sich eine Kanne voll machen über Nacht. Lässt man es dann stehen und am nächsten Morgen hat man perfektes Quellwasser. Also wenn das nicht gesund und öko ist, dann weiß ich auch nicht. Und Tipp 5. Kurze Strecken, zum Beispiel zum Bäcker oder kurz mal in den Konsum, einfach laufen oder mit dem Fahrrad fahren statt mit dem Auto. Man spart Abgase, man tut was für seine Figur und außerdem ist es viel, viel einfacher, mit dem Pokémon zu fangen. Ich meine, hallo. Außerdem, wenn ihr mit dem Auto fahrt, dann erkennt euer Handy das nicht an und dann könnt ihr keine Eier ausbrüten. Also was seid ihr so dumm und fahrt mit dem Auto und lauft gefälligst. Ich meine, euch könnt ein Schicki über den Weg laufen, ja, und ihr könnt es nicht einfangen, weil ihr mit dem Auto seid. Und wenn ihr es doch einfangen wollt, ja, dann baut ihr am Ende noch einen Unfall. Ja, überlegt euch das mal. Ja, das soll es gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen hoch. Mich würde es sehr, sehr freuen, wenn ihr das Video mit euren Freunden, Bekannten, sozialen Netzwerken teilt.
damit viele von diesen Tipps erfahren und dass wir die Welt wieder ein kleines Stück gesünder machen können. Ich meine, wir haben sie ja schon krank genug gemacht. Und wenn ihr wissen wollt, was nächste Woche auf Steffi Vlog zu sehen ist, solltet ihr vielleicht auf den gelben Button klicken am Ende des Videos, dass ihr diese Folge auch ja nicht verpasst. Kommentiert, welche Tipps und Tricks davon ihr schon kanntet, ob ich vielleicht euch was Neues beigebracht habe. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!